aber ich habe doch dann trotzdem noch meinen Job gemacht. Prima Job. Sie waren inspiriert wie eine Gurke. Mit dem Gesichtsausdruck können Sie vielleicht für Essig wärmen, aber nicht für Wein. Das Shooting muss wiederholt werden, und zwar für meine Kosten. Angelo, ich will zahlen. Wenn Sie es sich doch noch mal überlegen mit mir, ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen bestimmt keinen Ärger machen. Den Part der Weinkönigin wird Nastassja übernehmen. Diese hässliche Kuh? Kann es sein, dass Olivia gerade kündigt? Wenn, dann kündigt Tanja ihr. Und Olivia verliert auch noch ihren Job als Assistentin. Hm. Naja, Angelo war sicherlich gleich mehr. Und weißt du, was sie noch gesagt hat? Das war echt die Oberfrechheit. Ich sollte mich doch wieder auf meinen Job als Kittys Assistentin konzentrieren. Ja, aber wenigstens hat sie dich nicht rausgeschmissen. Olli, du kannst es mir 10.000 Mal schönreden. Für diesen blonden Totalausfall zu schuften, ist echt die Hölle. Das ist so ungerecht. Hab ich endlich mal die Chance, Topmodel zu sein und dann... Ja, und dann vergeigst du's. Warum hast du nicht gleich auf mich gehört? Entschuldigung. Warum hast du nicht gleich auf mich gehört? Ich hab dich gewarnt. Olli, wenn du in meiner Situation gewesen wärst, du hättest dieses schreckliche Teil bestimmt auch nicht angezogen. Doch, wenn es mein Job gewesen wäre, klar. Ja, du hast doch keinen Geschmack. Entschuldigung. Wie auch immer. Dass du irgendwas in den Sand setzt, bevor es überhaupt richtig angefangen hat, das war mal wieder typisch. Ach. Mann, Olivia. Ich leg bei Charlie ein gutes Wort für dich ein und dann fängst du wieder am Schneiders an. Das ist auch total lieb von dir, aber wenn ich jetzt an die Spülküche denke, dann wird mir total schlecht. Was will die denn schon wieder? Die Chefin? Wahrscheinlich will sie, dass ich für Kitty den Trottel spiele. Ich würde rangehen. Gib mir einen vernünftigen Grund. Ach, verdammt, Olivia, du kannst nicht immer alles ausblenden, was dir nicht gefällt. Frau von Lahnstein? Wie lange dauert das denn? Ich komme heute nicht mehr ins Büro. Das verlangt auch kein Mensch von Ihnen. Der Kunde hat sich noch mal gemeldet. Der Winzer? Wenn er einen Schadensersatz will, dann können Sie ihm sagen, dass ich es nicht habe. Ich habe nichts. Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist und es interessiert mich auch nicht. Sie bewegen jetzt Ihren Hintern zum Set. Es wurde umdisponiert. Das Shooting findet schon heute statt. Hallo, sind Sie noch da? Ja? Ja, dann fahren Sie los. Und zwar jetzt. Das ist Ihre letzte Chance. Okay, Frau von Lahnstein, ich bin auf dem Weg. Und ich werde Sie nicht enttäuschen. Tschüss. Herrgott! Krise. Sehe ich so aus? Jetzt, wo du sagst, nein. Du siehst nach Katastrophe aus und die hat auch einen Namen. Ah, und was willst du mir jetzt erzählen? Pass auf. Wir hatten den weltbesten Sex, ja? Und als ich dann gehen wollte, hat Rebecca plötzlich rumgestresst. Woher weißt du das? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Die Kleine ist in dich verknallt. Aber wieso behauptet sie immer das Gegenteil? Sag mal, muss jetzt ausgerechnet ich dir die Frauen erklären? Nein. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Rebecca das offen zugibt, wenn du sie so direkt darauf anhaust. Ja, aber was soll ich denn machen? Soll ich dabei Pirouetten drehen oder sowas? Wenn's hilft. Nastassja, du bist bezaubernd. Ja, weiter so. Nastassja, ich kann mich gar nicht satt sehen. Was für ein Lächeln. Olivia, mach mal locker. Super. Weiter so, komm. Olivia, du bist großartig. Ganz bestimmt. Nein, keine kann das besser als du. Nicht mal Kate Moss. Was für eine Blitzkarriere. Von der Weinkönigin zur Weinrebe. Und wenn du wieder trocken bist, zur Rosine. Großer. Hey, jeder fängt mal klein an. Aber nicht als Obst. So, Milch und Zucker. Hast du in den Becher gespuckt? Nein, aber hat gedauert, echt Zucker zu finden. Die anderen Models nehmen eben Süßstoff. Jetzt nimm, komm. Danke. Wie bitte? Danke. Geht doch. Olivia, Schätzchen, wollen Sie für den Rest Ihres Lebens als Weinrebe rumlaufen? Was soll ich denn sonst modeln? Für Böcher Müsli mit Schokonusstraube? Das glaube ich kaum. Du
Bitte lassen Sie mir wenigstens den Job der Assistentin der Assistentin. Ich kann mir das nicht angucken. Das sollten Sie aber. Gute Arbeit. Olivia, Sie haben sich sehr professionell verhalten und das ist nicht nur meine Meinung. Der Winzer hat gesagt, Sie sehen so aus, wie sein Wein schmeckt. Und der ist mehrfach ausgezeichnet worden.